Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dead or Alive 5 Last Round. In der letzten Folge haben wir, weiß nicht, Kapitel 1 bis 13 gemacht und ich finde das Gesicht einfach nur Hammer. Wir haben mit Kazumi und mit Ayane alle möglichen Leute auf der ganzen Welt den Hintern versohlt. Egal, ob es einen Grund gab oder nicht, meistens nicht, aber ja. Wir sind weiter in der Story. Kazumi möchte einen Klon suchen, der irgendwie Bayman und andere Leute angegriffen hat, anscheinend. Und Ayane will genau Kazumi suchen, weil aus demselben Grund wie immer, glaube ich, weil sie ihren Ninja-Clan irgendwie verraten hat. Und ja, wir sind jetzt bei 13 und steuern Hitomi, nehme ich an. Nee, nicht Hitomi. Kokoro, mein Gott. Die irgendwie aus EPTV aus Final Fantasy 7. Aber okay. Turnierankündigung 13, Dead or Alive 5. Gut. Ich hatte euch noch nicht gesagt, dass ihr. Also Dead or Alive 5 Last Round ist irgendwie, glaube ich, eine verbesserte Version von Dead or Alive 5. Und Dead or Alive 5 kam vor, weiß nicht, ein paar Jahren raus. Für die Xbox 360 und der PS3. Und ich spiele die PS4-Version und das Spiel gibt's auch auf Xbox One. Und das ist irgendwie so eine erweiterte Version mit mehr Charakteren, mehr Stages und all sowas, nehme ich an. Das Übliche. Ich verstehe sowieso nicht bei Kampfspielen, warum die das machen. Gibt auch bei Street Fighter irgendwie Super Street Fighter, Ultra Street Fighter, Arcade Edition, Special Edition, Premium Pro Edition, was weiß ich. Ich kenne mich damit nicht aus, aber das weiß man hoffentlich nach dem letzten Part. Jedenfalls, Kokoro. Ja, sie wird zwar noch zur Geisha ausgebildet, doch hat sie den Kampfstil des Baji Kwan gemeistert. Vor einer Reise nach Tokio mit ihrer Mutter Miyako erkennt sie auf einem Außenbildschirm ein bekanntes Gesicht. Sie hatte sich beim Dead or Alive 4 Turnier gegenüber gestanden, doch Kokoro führte eine stärkere Verbindung zu dieser Frau als nur einen einzigen Kampf. Okay. Kokoro. Das delayed Reaktion. Ich stehe in den Hintern. Natürlich. Ich habe irgendwie keine anderen Gefühl. Aber okay. Warum auch? Er braucht einen Grund zu kämpfen, wenn man so aussieht, ne? Oh, die kann auch so ein. Oder? Nee. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Buff. Ich kann ruhig jeden Kampf am ersten Mal gewinnen, ne? Oh. Einfach volle Möhre weggesäbelt. Wie kann man eigentlich noch normal miteinander reden, nachdem man sich die Scheiße aus dem Leib geprügelt hat? Und was macht der Typ da auf dem Bildschirm? Ist das Zack gewesen oder war der Hubschrauberpilot? Kyoto, Ryogaku G, einige Tage später. Jetzt sieht sie schon mehr aus wie eine Geisha. Leider sah irgendwie so komisch aus. Ah, dich kenne ich, du bist doch Jun Li, genau, bei denen habe ich voll gern gespielt. Den will ich auch spielen in dem Spiel. Diese Vase hat Millionen gekostet.
Das ist mal ein vernünftiger Grund, jemanden auf die Fresse zu kloppen. Scheiße, immer noch so geil. Ja. Der typische Bruce Lee-Verschnitt. Ich finde, jedes professionelle Kampfspiel ja hat, ne? Da werde ich auch besser. Irgendwie werde ich besser, den Angriff auszuweichen. Ah, ja, den Angriff kenne ich noch. Aua. Wie funktioniert das mit dem Blocken? Manchmal funktioniert das, manchmal nicht, habe ich das Gefühl. Okay. Am nächsten Tag. Ich bin andere Klamotten, okay. Was mir sagen, was du willst, aber mit solchen Schuhen kannst du bestimmt nicht kämpfen. Und so mir auch sagen, was du willst. Okay, ja, was? Das ist eine Anspielung an den Hauptcharakter vom Virtua Fighter, oder ist das der sogar? Ist doch der, oder? Was macht der in Dead or Alive? Ich nehme mal an, das war sein typisches Paarungsritual. Okay. Irgendwie hat sie von alleine Angriff gemacht. Okay. Wieso? Ja, Bams. Ein Konter geschafft. Ich stelle die Story und die Kampfanfragen jetzt nicht mehr in Frage. Doch werde ich wahrscheinlich. Das Spiel macht mir Spaß und das ist das erzählt. Also so vollkommen egal, wie es steuern ist, oder? Wenn das Spiel Spaß macht. Oha. Alter. Ist Akira aus Virtua Fighter, oder? Ein Cameo oder was? Interessant. Gut. Jetzt auch was, irgendwie habe ich am Anfang irgendwelche Angriffe gemacht, obwohl ich nur den Stick bewegt habe. Der geht mir auf. Fasse! Diese Kombos sind zwar einfach zu machen, aber irgendwie machen sie gar keinen Plan, habe ich das Gefühl. Oha. Lass mal aufhören, der typische Mädel kaputt zu hauen. Oha. Also da kommt einfach so kämpfen. Alter, krieg den nicht kaputt. Zum Aufhören, mich anzugreifen. Auf mich zu schlagen, das ist ein Beat'em up. Ich komme mit ihr irgendwie noch nicht so klar, für das Gefühl. Na ja, und Kasumi lief irgendwie besser. Bin ich übrigens nur weibliche Charaktere. Hätte ich nichts dagegen. Kannst du es wagen? Die zukünftige Geisha, nehme ich an. Wuff.
Was ein neuer Titel, Maiko. Was ein neues Kapitel, Mila freigeschaltet. Gut, dann war die mal ganz am Anfang gespielt haben, die Boxerin, ne? So, hat ja jeder irgendwie so drei, vier Dinger. Okay. Champ! Mila, eine aufstrebende MMA-Kämpferin, die sich in vielen Turnieren gut geschlagen hat. MMA meine ich auch, nicht Boxer. Zack fordert sie zum Kampf heraus, um selbst zu sehen, ob für das Dead or Alive 5 Turnier bereit ist. Mila gewinnt und sieht jetzt ihren Traum wahr werden. Okay. Mila. Wie treffe ich in letzter Zeit oft irgendwo Mila, ne? Fallout 4, Mila, Tales of Xillia, Mila. Überall Mila, Mila. Okay. Wollte schon sagen. Hoffentlich hat niemand die Kamera da rein bewegt. Ah, Tina, okay. Tochter vom Bass, glaube ich. Versuch mal den Chef zu erklären, weswegen. Will ich mir die mal kloppen, natürlich. Aber ja. Das Design von wieder finde ich richtig gut. Autsch. Ich auch, glaube ich. Wenn ich darf. Aua, okay, ist gut. Da setzen wir jetzt immer die gleichen Angriffe ein, kann ich auch. Hier, buff, buff, buff. Ja, die setzen immer die gleichen Angriffe ein. Einfach angesprungen. Mann. Ja, noch ein Versuch, dann klappt schon. Hei, hei. Schon wieder angesprungen. Auf damit. Nein. Ja, ich hätte vielleicht ausweichen sollen.
Hey, 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 hey! Gut. Okay, Wrestlerin, da ist klar, die gute Griffart. Ein Viereck. Warum drücke ich immer noch Viereck? Das denn? Nein, nicht schon wieder. Out. Boom. Boom. Komm her. Boom. Bams. Nein. Das gibt's doch nicht. Warum kann nicht jeder Charakter so einen geilen Angriff haben auf. Wenn ich drücke mal Dreieck und Kreis gleichzeitig und dann kommt dieser Angriff. Sollte jeder Charakter haben. Da komme ich wesentlich damit klar. Aua. Aua. Wahrscheinlich tue ich hier mit meinem Buttonmischen alle Regeln der Kunst in Dead or Alive Kämpfen hier brechen. Alle möglichen professionellen Kämpfer hier erzürnen, aber was soll's. Ich möchte immer noch auf meine Street Fighter Videos hinweisen. Boff. Boff. Was so? Einfach so ein Schlag in das Fresse gegen. Einfach am Kopf gepackt. Ey, dich. Aber wer hat den Betrunkenen in ihr reingelassen? Natürlich. Ah, ein Drunken Master. Okay, geil. Den will ich irgendwann mal spielen. Jetzt nicht kaputt. Ja, der macht mir irgendwie mehr Schaden als ich den, habe ich das Gefühl. Was? Was? Mann. Das ist toll, von dem Betrunkenen um die Ecke kaputt gehauen worden. Alter. Aber doch mehr. Bring mich auf den Zug. Oh, au, au, au. Mein Gott. Was sind da immer für Power Ranger Funken? Guck mal. Das ist wie diese Funken, die bei Power Ranger immer kommen, wenn man jemanden geschlagen hat. Geschlagen. Habe ich mit meiner Faust getreten, genau, wollte ich gerade sagen. Ja, Drunken Style finde ich cool. Bin ich von Jackie Chan erfunden. Und da gab es wirklich mal jemanden, der betrunken gekämpft hat. Ah, ich verliere gegen jemanden, der sich nicht auf die Beine halten kann, verdammt. Nicht, was ich da drücke, aber wird schon richtig sein. Mehr. Nein. Mann. Ma. Ma. Ich will versuche ich hier abzuwarten und ma. Jedes Mal, wenn ich gerade angreife, haut der mich kaputt. Oh mein Gott.
Sieht aber besser aus. Au. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Verstehe nicht. Nein. Ah, mein Bein. Mein Leg. Immer wenn ich gerade drücke, ne? Ich warte ab, ich warte ab, ich drücke. Okay. Nein. Hey, hey. Sehr gut. Puff. Alter. Mit dir ist irgendwie schwer zu kämpfen, habe ich das Gefühl. Ich gebe mit dir keine Kombos hin. Hat noch jemand, der sich kloppen will? Oh, was? Oh, okay, ich habe jetzt zwei Leute. Wie wechsle ich? Okay, so wechsle ich. Machen wir mit Tina jemanden weg. Ah. Ich meine, die regenerieren habt ihr nach einer Zeit. Oder? Ja. Oh Mann. Boff. Boff. Hey. Jetzt komme ich irgendwie von der Wand hier ab. Rennen. Jawohl. Wow, geil, ich konnte sogar in der Luft. Graben, geil. Hier komme ich irgendwie viel besser klar. Okay, gut zu wissen. Geht das mit jedem Charakter? Oh. Okay, manchmal klappt das, manchmal nicht. Keine Ahnung. Es ist das Partnerspiel. Okay, einfach random mit irgendwelchen Leuten auf der Straße gekloppt. Sehr gut. Ich dachte die ganze Zeit, sie meint Zack, aber das macht irgendwie keinen Sinn, weil sie jetzt den hat sie am Anfang kaputt gehauen. Tina, okay. Dann Tina Armstrong als nächstes, stürmische Erinnerung. Tina, Tochter des der Wrestling-Legende Buzz, welcher sich schon in Ruhestand befindet. Sie selbst ist eine der stärksten professionellen Wrestlerin. Nachdem sie bei Dead or Alive 4 so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wollte sie Rockstar werden. Sie hat sich bereits als Modell und Schauspielerin versucht, aber irgendwas in ihr strebt immer noch nach mehr. Zwar andere Leute kaputt sauen. Tina. New York. Okay, Zack. Alter, was zum? Ich hab vergessen zu
grabben. Ja, wie schnell der angreift, ey. Alter. Alter, wer kann denn so schnell angreifen? Komm her. Komm, ob jetzt. Wird das nur in dem Party alles schaffen mit Tina. Dieser Angriff, den verstehe ich nicht. Nein, du sollst grabben. Genauso. Knack. Nein, 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 nein. So. Am nächsten Tag. Bob Tina. Ja, viel längere Haare. Sarah. Ein bisschen aus wie Zero Suit Samus. Ready? Den ja schon. Ah. Ich glaube, den kann sie echt schon. Hui. Geil. Warum ist das so witzig? Für den Kampf spielen, glaube ich, nicht so gut aufgehoben. Nein, schon wieder viel gedrückt. Böse. Die Ex böse. Verdammt. Okay. Haben schon noch einen Kampf. Einige Tage später. Dann Tina abgeschlossen, oder was? DBA. Schaukampf. Gegen Nila. Ich nehme an, das ist der letzte Kampf. Au. Au, au. Alter. Ja, Elektrozäune oder was? Oh, geil. Dann nehmen Graben. Ja, ich glaube, das sind Elektrozäune. Ich vermisse ja diese komischen Plattformen, wenn man jemanden aus dem Ring gekickt hat, die dann so irgendwie einen Kilometer in die Luft geflogen sind. Zum allerersten Dead or Alive. Und zack. Sehr gut. Hey, den Angriff kann ich sogar noch. Okay, was ein neuer Titel, lieber, was ein neues Kapitel, seid freigeschaltet, damit machen wir bei einer nächsten Folge weiter von Let's Play Dead or Alive 5, Last Round. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch mal einen Kommentar, Like und was weiß ich nicht. Ja, okay, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.